Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht am Anfang noch mal, Herr Kollege Böhme hat es gerade schon gesagt, das ist hier mehrmals von Herrn Breitenbuch und auch von Herrn Obermann falsch dargestellt worden, es gibt aktuell keine Sanktionen aus Russland auf Gas. Das ist ausschließlich ein Vertragsbruch auf russischer Seite, der dazu führt, dass alle Pipelines leer bleiben. Zweitens, die Ausführungen von Herrn von Breitenbuch zur Rede vom Herrn Staatsminister Günther haben mich schon sehr gewundert. Gerade was die Art und Weise, die da angegriffen wurde, hat mich sehr irritiert, weil sie wurden ja vom Blatt abgelesen. Also muss vorher schon klar gewesen sein, worauf man sich, was man hier kritisieren würde. Und die Punkte zur Wasserstoffwirtschaft habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Die sind hier einfach klar und deutlich geworden. Und ja, ich war auch letzte Woche bei diesem Wasserstoffkongress. Ich habe da von der CDU niemand gesehen. Genau, CETA-Opferumkehr, die Herr Urban hier angeführt hat, brauchen wir auch nicht. Es war nicht die Europäische Union und nicht die Bundesregierung, die hier diesen Krieg losgebrochen hat. Das war eindeutig Putin. So, kommen wir zur Energiewende und wie wir die in Sachsen gestalten und beschleunigen können. Denn Fakt ist eins, wer nicht handelt, der wird gestaltet. Und aktuell ist die Energiewende eher ein Randthema. Die viel drängendere Frage sind die viel drängenden Fragestellungen sind die Gas- und die Energiepreiskrise und die Sicherung der Versorgungssicherheit in den kommenden Monaten. Selbstverständlich ist das nur die deutsche bzw. die europäische Perspektive, denn während wir hier Euros und Kilowattstunden zählen, zählt man in der Ukraine die Toten in den Massengräbern. Die Energiewende und die Energiepreiskrise haben sich überlagert und werden jetzt hier offensichtlich gegeneinander ausgespielt. Das kann ich nur ablehnen. Niemand ist geholfen, wenn jeder oder wenn jetzt hier der energiepolitische Rollback herbeigeredet wird. Nach dem Lösen der aktuellen Probleme trifft uns dann die Klimakrise nur umso härter. Und diese Zusammenhänge zwischen der globalpolitischen Lage, dem Energie- und Wirtschaftssystem Europas und den sozialen Auswirkungen der aktuellen Situation sind wahnsinnig komplex. Und da finde ich es schon wirklich erstaunlich, mit welchen einfachen Lösungen hier teilweise auf die Krise reagiert wird. Ich habe da mal ein kleines Best-of zusammengestellt. Also wir haben Nord Stream 1, soll mit leeren Speichern im März abgedreht werden. Nord Stream 2, Herr Böhme hat es gesagt, soll aufgedreht werden. Dann haben wir die vierte Pipeline mit 0 Kubikmetern pro Tag Gas. Man könne auch, der Vorschlag kam ja auch, komplett auf die Verstromung von Gas verzichten. Dann haben wir sofort den Blackout in Europa. Sparen wäre keine Lösung des Problems. Völliger Quatsch. Ja, das marktwirtschaftliche Grundlagen, die da dagegen stehen. Und Sanktionen müssten irgendwie abgebaut werden, weil es ja da, obwohl es da kein Gas für gibt. So, ich erinnere an dieser Stelle übrigens auch nochmal an den Entschließungsantrag, den wir hier im Landtag beschlossen haben, wo wir festgestellt haben, dass diese Sanktionen notwendig und richtig sind. So, und wenn man dieser Debatte so folgt, dann kann man fast zu dem Eindruck kommen, dass eine Populismus-Abschöpfungssteuer einen sehr veritablen Beitrag zum Lösen dieser Probleme hier leisten könnte. Und ich möchte es nochmal sagen, ich bin an dieser Stelle diesen allen Akteurinnen und Akteuren sehr dankbar, die an echten Lösungen für die Energiekrise bzw. die Energiewende interessiert sind und sich konstruktiv in die Debatte einbringen. Denen, denen es wichtig ist, dass in dieser Situation nicht weiter gespalten wird, denen kein Wählerfang am rechten Rand machen und die nicht in der Querfront demonstrieren und die warme Wohnung gegen den Krieg in der Ukraine ausspielen. Vielen Dank. Die Maßnahmen zur Bewältigung dieser Klimakrise müssen bundesweit, eigentlich sogar auf EU-Ebene gedacht werden. Und da bin ich sehr froh, dass jetzt die EU den Mechanismus zur Abschöpfung und Umverteilen von den Zufallsgewinnen erarbeiten wird und umsetzen wird. Und auch nochmal der Hinweis an der Stelle, der Fingerzeig kommt ja da auch auf den Bund, an der Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin ist übrigens Frau von der Leyen, die bei der CDU ist, also kann man vielleicht da an der Stelle auch nochmal Druck machen. Ich möchte da an dieser Stelle auch noch mal auf unsere bündnisgrüne Forderung aufmerksam machen, dass man hier die sächsische Wirtschaft, die Stadtwerke, die Bevölkerung und insbesondere alle oder insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft durch ein eigenes sächsisches Sofortprogramm schnell und unbürokratisch unterstützen sollte. Doch zurück zur grundsätzlichen energiepolitischen Debatte und der Energiewende und deren Umsetzung. Ich habe von den unterkomplexen Forderungen bereits gesprochen, die eben auch durch eine ständige Wiederholung hier nicht wahrer werden.
Und ich möchte mir gerne die Zeit nehmen, hier nochmal die Fake News aufzuräumen, die sich hier auch in der Debatte und in den letzten Wochen gesammelt haben. Also, These Nummer 1, die Energiewende sei gescheitert. An dieser Stelle muss ich natürlich ganz kategorisch widersprechen. Kein Mensch wird ein Fußballspiel nach 15 Minuten abpfeifen. Das ist einfach Quatsch. Und wie kann man da an dieser Stelle 20 Jahre, bevor man das Ziel überhaupt erreichen kann, so tun, als ob die Energiewende gescheitert wäre? Das ist falsch und Wasser auf die Mühlen der Klimakrisenleugner, wie auch der Beifall da vorhin aus der AfD-Fraktion bewiesen hat. Worauf wir uns einigen können, ist, dass die Energiewende verschlafen wurde, dass sie verschleppt wurde und dass sie zu Teilen auch absichtlich verhindert wurde. Herr von Breitenbuch hat es hier selber im Plenum gesagt, jedes Windrad, was wir hier zusätzlich in Sachsen bauen, schwächt die Situation der Braunkohle im eigenen Land. Fakt ist, dass wir gerade wegen des Krieges in der Ukraine die Energiewende schneller als bisher geplant umsetzen müssen. Und wir können und müssen das jetzt auch leisten. Denn bei jeder Veranstaltung, bei der ich teilnehmen durfte, da sind alle unisono der Meinung, ob das der Industriebogen Meißen ist, ob das BMW ist, ob das VW ist, ob die Wirtschaftsförderung Sachsen ist, ob das NVIM ist, ob das die Stadt Leipzig ist und so weiter. Alle sagen, sie brauchen grüne Energie. Alle. So, und wenn das nicht gelingt, die bald hier in Sachsen bereitzustellen, werden wir abgehängt. Und dass es auch anders geht, das möchte ich Ihnen auch gern zeigen. Ich war bei der Eröffnung der beiden größten Windkraftanlagen hier in Sachsen. Das ist der schon angesprochene Windpark in Sitten, 2x6 Megawatt die Anlagen. Und wissen Sie, was es dort nicht gab? Protest. Dort gab es Kuchen, dort gab es Bier, dort gab es Bratwürste, dort gab es eine Hüpfburg und Musik. Die Feuerwehr war auch da. Party und Windkraft geht dort zusammen. Da ist kein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum entstanden. Und das ist der Weg der Zukunft. Und besonders, wenn Kommunen dort auch 30.000 Euro pro Jahr pro Windrad erhalten. Es gab eine Sache, die hat mich dort gestört. Allerdings, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Und das war der ständige Lärm der A14. These Nummer 2. Es wird ja auch gern das angebliche Totschlagargument der Grundlast ins Feld geführt. Wo käme das denn nur her? Aber jemand, der immer wieder von der fehlenden Grundlast erzählt, der hat sich mit einem Stromsystem in einer postfossilen Zukunft schlicht nicht beschäftigt. Die Frage ist doch, wie viel Grundlast, also die benötigte Stromerzeugung, also die konstant benötigte Stromerzeugung, brauchen wir in einem System, das zu größten Teilen von erneuerbaren Energien gespeist wird. Nochmal als Hinweis, der Plan ist, bis 2030 dort 80% Erneuerbare im System zu haben. Besser geeignet ist da eigentlich der Begriff der Residuallast. Und der beschreibt die Stromerzeugung, die übrig bleibt, wenn man die erneuerbare Erzeugung vom Gesamtstromverbrauch abzieht. Diese Residuallast ändert sich naturgemäß ständig und kann auch null oder negativ sein, wenn man mehr erneuerbare Erzeugung als aktuellen Bedarf im System hat. Und was wir also brauchen, sind schnell reagierende Spitzenlastkraftwerke und die Möglichkeit zum Energiespeichern. Diese Flexibilität im Stromsystem ist genau das Gegenteil von diesen Grundlastkraftwerken, die dann wie so ein Strich durchlaufen sollen. Und die Erzählung der Notwendigkeit von diesen Grundlastkraftwerken dient ausschließlich dem Zweck, die Braunkohle und die Atomkraft irgendeine Daseinsberechtigung in einem zukünftigen Stromsystem zu geben, die sie nicht hat. Also, These Nummer 3, Gas wäre keine Brücke mehr. Das kann ich auch so nicht sehen. Ich würde ja auch behaupten, man bräuchte das russische Gas für die Energiewende. Dem kann ich nur entgegnen. Die Bundesnetzagentur hat diese Woche gesagt, der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 90,07%. Also trotz der Vertragsbrüche von Russland speichern wir weiter ein und erreichen die Ziele vorfristig. Hier wurde in 6 Monaten das aufgeholt, was in 16 Jahren lang verschlafen wurde. Und dazu kommt dann natürlich auch in Zukunft noch die LNG-Kapazität. Wir werden also genug Erdgas oder Gas in der Energiewende zur Verfügung haben. Die Brücke bleibt weiter möglich. Und auch nochmal als Hinweis, wir werden in jedem Szenario, was wir hier
umsetzen. Und der Ziel ist ja Treibhausgasneutralität bis 2045, wird in jedem Szenario eine massive Reduktion von Erdgas auf Null stattfinden. Und in Zukunft wird das dann natürlich durch Wasserstoff ersetzt. Das ist auf der Konferenz letzte Woche klar geworden. Was dort auch klar geworden ist, war, dass endlich die ordentlichen Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, dass genügend erneuerbarer Strom da ist. Genau. Und was wir aktuell erleben, ist ja im Prinzip ein Zustand, dass dauerhafte Spitzen oder dass diese Spitzenlastkraftwerke in Deutschland, weil der Atomkraftwerkpark in Frankreich zu mehr als der Hälfte ausfällt, laufen müssen und wir in die paradoxe Situation kommen, dass wir trotz dieser erhöhten Strompreise hier mehr Gas verstromen, als wir das 2021 gemacht haben. Genau, einen Punkt möchte ich gerne noch machen, weil es behauptet wird, dass immer russisches Gas billig wäre. Russisches Gas war und ist nie billig. Wir haben vielleicht geringe Eurobeträge in der Vergangenheit überwiesen, aber der eigentliche Preis ist die energiepolitische Souveränität und damit verbunden unsere nationale und die europäische Sicherheit. Mit den aktuellen Gaspreisen zahlt die europäische Volkswirtschaft, ja jeder Sachse und jede Sächsin, diesen vermeintlichen Preisvorteil mit Zins und Zinseszins an Russland zurück. Und das Verhalten Russlands in diesen vergangenen Wochen und Monaten, in denen Verträge missachtet und gebrochen wurden, Ausreden vorgeschoben und Drohungen ausgesprochen wurden, zeigt insbesondere, Russland ist und wird auch auf absehbare Zeit kein vertrauenswürdiger Partner sein. Jede energiepolitische Entscheidung wird von heute an dieser Grundannahme folgen müssen. Wir dürfen diesen Fehler nicht nochmal machen. Kommen wir nochmal zum Abschluss zurück zu der Ausgangsfrage, wie können wir die Energiewende in Sachsen bewältigen. Der Staatsminister Günther hat bereits viele wichtige Punkte erwähnt. Ich möchte gerne nochmal ein paar aufgreifen. Wir brauchen endlich einen Turbo beim Ausbau der Windkraft. Sachsen ist hier Bundesletzter und das kann nicht so bleiben. Es müssen schnellstmöglich die Flächenziele des Bundes für Windkraftanlagen erfüllt werden. Wenn wir hier nicht selbst gestalten, dann werden wir gestaltet. Und wir haben uns als Bündnisgrüne da in Zeiten von Energiekrise, Biodiversitätskrise und Klimakrise selbstverständlich unserer Verantwortung gestellt und haben da unter gewissen Voraussetzungen auch unser Nein zu Windkraft im Wald angepasst. Aber das kann natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt die eine Krise gegen die andere ausspielen. Und möchte gerne einen Punkt machen. Wir haben hier vor der Sommerpause im Sächsischen Landtag einen Entschließungsantrag zur Bauordnung eingebracht und beschlossen. Der enthielt diese Flexibilisierungsoption, die es in Zukunft den Kommunen ermöglicht, die das auch wollen, unabhängig von der schwerfälligen Regionalplanung kurzfristig Flächen für die Windkraft zur Verfügung zu bekommen. Und genau, das muss dringend umgesetzt werden. Außerdem müssen kurzfristig alle in Planung ganz weit fortgeschrittenen erneuerbaren Projekte endlich umgesetzt werden. Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen ist jetzt nach dem neuen EEG im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Und daher verstehe ich es eigentlich auch nicht, warum der Windpark in Oederan oder die Solarthermieanlage in Leipzig immer noch, auch in Anbetracht der aktuellen Situation, an völlig absurden Begründungen verhindert werden. Anscheinend ist hier der Druck immer noch nicht groß genug. Bitte zum Ende kommen. Ihre Redezeit ist vorbei. Genau, also ich denke, die Maßnahmen sind alle klar. Wir haben alle Mittel und Wege in der Hand und wir müssen jetzt hier vorwärts kommen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.